Der Bruder fragt, das ist eine schöne Frage. Eine Person, wenn er zum Beispiel alleine ist, dann hört er Musik. Aber wenn andere Leute da sind, dann hört er keine Musik, weil er will sie auch nicht dazu anstiften. Das heißt mit anderen Worten, er weiß, dass die Musik was verboten ist. Dann habe ich ihm gesagt, das ist natürlich eine Sünde und das ist Heuchelei, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, höre diese Ayah, وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. Und du fürchtest die Menschen, Allah aber hat mehr Anrecht, zu wem sagt er das? Zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah hat mehr Anrecht, dass du ihn fürchtest. Ja, achi, ar-rajul. Ihr kennt die Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, über die Leute, die Yawmul Qiyamah keine Taten vor Allah Azza wa Jal haben werden, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ. Yawmul Qiyamah werden Leute kommen, die kommen mit Hasanat. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah wird diese gesamten Taten löschen. صِفْهُمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ. Beschreibe sie uns, O Gesandter Allah, sagte Thauban, dass wir nicht zu ihnen gehören, während wir unaufmerksam sind. Qala innahum ikhwanukum. Sie sind eure Brüder. Wa min jildatikum. Und sie gehören zu euch. Wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun. Und sie beten in der Nacht, wie ihr betet. Walakinnahum aqwamun. Aber sie sind Leute, idha khalau bi maharimillah. Ha? Aber sie sind Leute, wenn sie alleine sind, dann überschreiten sie die Grenzen Allahs. Unzur, هذا الحديث يا أخي الكريم. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لماذا يعذبهم الله سبحانه وتعالى هذا العذاب؟ لماذا؟ Warum? Warum bestraft Allah sie? Weil sie, wann nutzen sie die Sünden aus? Wenn sie alleine sind. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Dann gucken sie die versauten Filme, dann hören sie die Musiklieder, dann chatten sie mit fremden Frauen, dann machen sie Zina mit einer Frau, wenn sie alleine sind. Aber wenn sie alleine sind, sollten sie Allah fürchten, denn Allah sieht sie. Das ist die Sache. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, du fürchtest die Menschen und Allah hat mehr Anrecht, dass du ihn fürchtest, subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.